Gestern sahen sie den ersten Teil des Jubiläums der Schmerztherapie. Auch die Neurochirurgie feierte vergangenen Samstag ihr 5-jähriges Bestehen im Klinikum Landshut. Verletzte mit einem Schädel-Hirn-Trauma müssen beispielsweise nicht mehr mit dem Hubschrauber wegtransportiert, sondern können direkt im Klinikum Landshut behandelt werden. Das verringert die Wahrscheinlichkeit bleibender Schäden. Voraussetzung dafür das richtige OP-Instrumentarium. Hier im Praxistest an einer Paprika. Natürlich nur zu Vorführungszwecken. Im echten Leben rettet das knapp 500.000 Euro teure Operationsmikroskop täglich Leben. Das Operationsmikroskop ist eigentlich das wichtigste Utensil für den Neurochirurgen. Das wird breit bei allen wirbelsäulenchirurgischen Eingriffen, aber auch bei jeder Hirntumoroperation eingesetzt. Es hat spezielle Funktionen, mit denen man auch eine Farbgebung von bösartigen Hirntumoren erreichen kann, um sie besser entfernen zu können. Das Fleisch der Wassermelone stellt hier beispielsweise Tumorgewebe dar. Mithilfe des Cursor wird dieses mikrometergenau erfasst und durch Ultraschallwellen zerkleinert. Somit erfolgt die Absaugung des krankhaften Gewebes. Für Aufsehen sorgte bei den Besuchern auch ein Scanner zur Erkennung von Tumoren und Metastasen. Seit 3 Jahren steht der Hybrid-Scanner im Klinikum Landshut. Er kombiniert die Positronen-Emissionstomographie mit der bekannten Computertomographie, kurz CT. Was wir da machen, ist eben zum einen die klassische CT-Diagnostik, wie man es ja sonst auch kennt, die uns wunderbar eben anatomische Schnittbilder zeigt im Körper, beispielsweise zur Tumorsuche. Und dann haben wir aber auch das PET, das wir, wenn man so will, als intelligentes Kontrastmittel einsetzen, das uns dann in Bereichen, wo die Frage ist, liegt hier ein Tumor vor oder haben wir eine gutartige Veränderung, uns da eben weiterhelfen kann. Das PET-CT bietet derzeit die genaueste Untersuchungsmöglichkeit. Denn im Gegensatz zur klassischen CT-Untersuchung erkennt der behandelnde Arzt nicht nur, dass etwas da ist, sondern auch um was es sich handelt. Die Vorbereitungen beim Scan sind dabei das A und O. Jetzt bei dem am häufigsten eingesetzten PET-Tracer, sprich diesem radioaktiven Zucker, FDG, ist es so, dass die Patienten nüchtern zu uns kommen müssen. Sonst konkurriert eben der eigene Blutzucker mit unserem diagnostischen Zucker. Wir spritzen dann das Mittel in die Vene. Und dann sollte der Patient 1 Stunde lang ruhen, man dann eben diesem Tracer die Zeit gibt, sich im Körper gut zu verteilen und eben auch von potenziellen Tumoren zum Beispiel aufgenommen zu werden. Und dann etwa nach 1 Stunde bringen wir den Patienten dann ans Gerät. Ein faszinierender Anblick für die Klinikbesucher. Die Tumoren und die potenziellen Krebszellen in den jeweiligen Körperstrukturen leuchten auf den Schnittbildern. Im Übrigen nur eine der vielen Investitionen, die in den vergangenen Jahren, aber auch ganz aktuell in die hiesige medizinische Ausstattung investiert wurden. Denn der Standort Landshut befindet sich tatsächlich in ständiger Konkurrenz zu den Häusern in Regensburg oder München. Laut Oberbürgermeister Hans Rampf und Landrat Peter Dreyer noch ein Grund mehr, die Zusammenarbeit zwischen dem Klinikum und dem Kreiskrankenhaus künftig zu intensivieren.